ABCD ist ein Parallelogramm und O ist ein Punkt des Raumes, der aber nicht zur Ebene dieses Parallelogramms gehört. Seien eine reelle Zahl m, der Punkt A' so das Vektor OA' gleich m mal Vektor OA ist, der Punkt B' so das Vektor OB' m mal Vektor OB ist, der Punkt C' so das Vektor OC' m mal Vektor OC ist und der Punkt D' so das Vektor OD' m mal Vektor OD ist. Der Auftrag lautet, beweise, dass diese vier Punkte A', B', C' und D' ein Parallelogramm bilden. Unsere Hypothese besteht also aus diesem Parallelogramm A, B, C, D, aus diesem Punkt O, der nicht in der Ebene dieses Parallelogramms liegt, aus diesen vier Punkten A', B', C' und D', so dass diese vektorielle Gleichheiten erfüllt sind. Wir sollen beweisen, dass dieses Viereck A', B', C', D' ein Parallelogramm ist. Dazu werden wir ganz einfach beweisen, dass dieser Vektor A', B' genau derselbe ist wie dieser Vektor D', C'. Legen wir los mit Vektor A', B'. Durch die Formel von Schal mit dem Ursprung O können wir diesen Vektor zerlegen in OB' minus OA'. Den Vektor OB' können wir ersetzen durch M mal OB. Und den Vektor OA' können wir ersetzen durch m mal OA, also so. In dieser Differenz können wir noch die Zahl m ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann OB minus OA. Und wieder durch die Formel von Schal wissen wir, dass diese Differenz der beiden Vektoren gleich Vektor AB ist. Somit haben wir also bewiesen, dass der Vektor A' B' genau m mal Vektor AB ist. Das haben wir hier festgehalten. Auf genau dieselbe Weise können wir auch beweisen, dass der Vektor D'C' m mal Vektor DC ist. Also Vektor A' B', das ist m mal Vektor AB und Vektor D'C', das ist m mal Vektor DC. Aber der Vektor AB, das ist genau derselbe wie der Vektor DC, weil A, B, C, D ja ein Parallelogramm ist, also so. Und daraus können wir schließen, dass A', B' und D', C' einer und derselbe Vektor ist. Konsequenz davon ist, dass das Viereck A', B', C', D' ein Parallelogramm sein muss. Übrigens, dieser Lehrsatz stimmt für egal welche reelle Zahl m. Hier ist diese reelle Zahl m zwischen 0 und 1. Wenn die Zahl m streng größer ist als 1, dann funktioniert das immer noch. Und wenn die Zahl m streng kleiner ist als 0, dann funktioniert das immer noch. Hier wird ja die Zahl m angegeben. Es ist eine beliebige reelle Zahl. Der Auftrag ist also somit erledigt.